Filmstar, Afrika-Fan und rastloser Weltenbummler. Hardy Krüger, jetzt im Porträt. Hardy Krüger, Schauspieler, Autor, Pilot und als Weltenbummler unterwegs auf allen Kontinenten. Als 16-jähriger Soldat überlebt er knapp den Zweiten Weltkrieg. Schafft es von Berlin-Wedding bis nach Hollywood, feiert internationale Erfolge auf der Kinoleinwand. Und er lebt seine Träume. Seine Neugierde hat alles aufgefressen. Er war nicht zu sättigen. Doch es gibt auch andere Seiten in Krügers Persönlichkeit. Ich habe ihn also nie so ganz einfach genommen, als wie man ihn so sehen wollte, nicht? Hardy, unser Hardy. Es sind Narben auf der Seele geblieben. Hardy Krüger hastet durch sein Leben, kommt nirgends wirklich an. Wer ist Hardy Krüger? Zwei unter Millionen heißt der Film, in dem Filmstar Hardy Krüger wie so oft in seinen deutschen Filmen den großen verliebten Jungen spielt. An der Seite von Loni von Friedl und Walter Giller. Der Film aus dem Jahr 1961 spielt in Berlin und sollte eine besondere Bedeutung für Hardy Krüger bekommen. Schauspielerin Loni von Friedl, Burgtheater und Hollywood erfahren, kommt noch einmal zurück zu einem der Drehorte, einer Kneipe direkt an der Hochbrücke der U1 und erinnert sich an ihr erstes Treffen mit Hardy Krüger. Ich war ja wahnsinnig jung, ich war noch keine 18 Jahre alt. Hardy war ja schon zu der Zeit ein sehr bekannter, großer internationaler Filmstar. Und es war im Produktionsbüro, das weiß ich noch, von der Ufer Film Hansa. Und da stand er so lässig angelehnt an irgendeinen Schreibtisch. Ich dachte, puh, ja, gefällt mir auch gut, was ich da so von ihm bot. Er war so afrikanisch angezogen, er hatte so ein Buschhemd an, sehr lässig. Und er hatte ein Armband, das war so ein Elefantenarmband. Ja, Mokassins an den Füßen. Ja, das war so mein erster Eindruck, dass ich dachte, gefällt mir gut. Hardy Krüger spielt Kalle, einen Träumer aus der DDR, der tagsüber im Westteil Berlins arbeitet. Er hilft Christine, gespielt von Loni von Friedl, in den Westen zu fliehen. Er verliebt sich in sie, sie heiraten und träumen von der Zukunft. Die Ost-West-Liebesgeschichte Zwei unter Millionen von Viktor Vikas und Wieland Liebske entsteht im Sommer 1961 überwiegend an Berliner Originalschauplätzen und erinnert an den Stil der Nouvelle Vague. Für Hardy Krüger bedeutet der Film so etwas wie einen Wendepunkt. Filmkenner Claudius Seidel hält den Film gar für unterschätzt. Der perfekte und schöne Hardy Krüger-Film ist der deutsche Film Zwei unter Millionen. Eben einfach, weil vielleicht seine weltweit bedeutendsten Filme sind eben Hatari und Flug des Phönix, in denen er halt dann doch nicht die Hauptrolle spielt. 200 Millionen war meine Liebeserklärung an meine Heimatstadt, war jedenfalls so gedacht. Ich hatte den Film co-produziert, praktisch um meiner Stadt ein internationales Denkmal zu setzen. Da ist mir was dazwischen gekommen, weil diese Banditen haben die Mauer gebaut, während wir den Film gedreht haben. Am 13. August 1961 macht ein Fotograf Pressefotos mit Hardy Krüger und Loni von Friedl an den Berliner Drehorten, als sie plötzlich vor Bauarbeitern stehen, die die Grenzmauer hochziehen. Wir waren ja wirklich dran, ich weiß nicht, einen Meter standen wir davor. Und die hatten ja schon die Steine aus dem Boden rausgerissen. Ich weiß noch, dass er fast geweint hat, das weiß ich noch, und hat mich auch so an der Hand gehalten und hat eben versucht, völlig irrational, diese Bauarbeiter aufzuhalten. Sagt er, das sind doch meine Jungs, was machen die denn da?
Und hast aber schon gemerkt, wie aber dahinter die Phobos, also ganz hochgefährlich. Die durften auch nichts mehr reden da natürlich, diese ganzen Baujungs. Und es wurde gehämmert und Stacheldraht und ja, wir standen da und waren sprachlos. Ich merkte, dass ich Kollegen hatte, die waren so viel älter als ich. Und alle haben irgendwann mal erzählt vom Krieg und den entsetzlichen Ereignissen da. Deswegen war natürlich auch die Begegnung mit Hardy da an diesem Sonntag, Mauerbau, für ihn noch eine ganz andere Dimension als für mich. Das war sein Berlin. Es war wie Ausbruch des Krieges oder so für ihn. Aus der grünen DDR-Grenze wird der eiserne Vorhang zwischen Ost und West. Die dramatische Realität hat die Geschichte von zwei unter Millionen überholt, in der die Menschen noch ungehindert vom Osten in den Westen gehen können. Zwei unter Millionen gehört heute zum nationalen Filmerbe Deutschlands, als Dokument der Stadt Berlin kurz vor der Teilung. Das habe ich nie verwunden, ebenso wie ich die Trennung unseres Landes nicht verwunden habe. Und die Teilung unserer Stadt hat mich mein ganzes Leben lang auf negative Weise beschäftigt. Hardy Krüger verlässt nach dieser Erfahrung Berlin und wird jahrzehntelang nicht in seine Heimatstadt zurückkehren. In einer Mietskaserne in Berlin-Wedding kommt Hardy Krüger am 12. April 1928 auf die Welt, als Eberhard August Franz Ewald, Sohn des Ingenieurs Max Krüger und dessen Frau Auguste. Mit seiner 7 Jahre älteren Schwester Ilse wächst Krüger dann in Berlin-Biesdorf auf, direkt neben einem Kino und einer Kneipe. Seine Eltern sind glühende Hitlerverehrer und Mitglieder der NSDAP. Mit 10 Jahren kommt der Junior zum DJ, dem deutschen Jungvolk. Auf Mutterns Klavier stand eine Hitlerbüste. Und als ich in die Schule kam, hing Hitler an der Wand. Und zwangsläufig war ich der Meinung, das ist also Halbgott. 1941 dann der Ritterschlag. Man schickt den 12-Jährigen als einen von nur 30 Berliner Schülern auf eine Adolf-Hitler-Schule, in die NS-Ordensburg Sonthofen im Oberallgäu. In diesem Elite-Internat lernt er schießen und kämpfen. Doch Hitlers Leitspruch, dort eine grausame Jugend heranzuziehen, stößt den sensiblen und schmächtigen Jungen ab. An mir war nichts Grausames. Ich habe das nicht verstanden, warum Hitler das gesagt hat. Und ich habe das verschweigen müssen, wie entsetzt ich darüber war. Er war gar nicht so gern unter den Mitschülern. Er hat nicht so gern Sport gemacht, anders als man denken könnte. Und er fühlte sich wahrscheinlich einsam, alleingelassen. Und er hat sich aber zurückgezogen in die Welt der Literatur. Und hat also mit 14, 15 schon sehr viel gelesen und hat dann selbst angefangen zu schreiben. Neben dem Schreiben entdeckt Krüger in der Eliteschule eine weitere Leidenschaft für sein Leben, das Fliegen. Auf großen Segelfliegern sammelt er seine ersten Erfahrungen. Als UFA-Filmleute auf der Ordensburg junge Darsteller für einen Nazi-Propagandafilm suchen, fällt die Wahl auf den jungen Krüger. Der Junge wird nach Berlin abkommandiert für den Kinofilm Junge Adler. Die Innenaufnahmen entstehen in den Berliner Babelsberg-Studios. An dem Tag, als ich nach Babelsberg kam, konnte ich nicht ahnen, dass sich mein Leben vollkommen verändern würde. Es war hier eine riesige Eisfläche aufgebaut, aus dem Eis wuchsen Bäume. Luftballons flogen herum und über das Eis tanzten auf Schlittschuhen wunderschöne junge Mädchen. Und ich kam aus dem Nazi-Kloster in diese Welt des Films und Mädchen kannte ich gar nicht.
Dank der Dreharbeiten flieht Krüger 6 Monate vor dem Drill der Adolf-Hitler-Schule. Er spielt einen von 6 Lehrlingen, die in einem Flugzeugwerk Kanzeln für Bomber bauen und zu Freunden werden. Wir sollen die Kanzeln bauen? Ja, ja. Stellt euch das vor! 1000 Flugzeuge in der Luft, 1000 Bordkanonen und alle schießen die aus unseren Kanzeln! Wenn die Kameras nicht laufen, gibt es nach Krügers Darstellung geheime Gespräche mit Schauspielern, die dem Hitler-Regime kritisch gegenüberstehen. Dann bin ich dem Hans Söhnke, einem wunderbaren Mann und einem großen Uferstar, begegnet. Und der hat mir gesagt, dein Halbgott ist ein Verbrecher. Da war ich 15, das war ein Schlag mit der Keule. Aber ich bin dankbar. Ich habe 2 Jahre vor Kriegsende gewusst, dass es Dachau gibt und Bergen-Belsen. Als Uferstar führt Hans Söhnke ein Doppelleben. Er hilft Juden dabei, aus Nazi-Deutschland in die Schweiz zu fliehen. Das ist ein lebenslanger Freund geworden. Er hatte immer einen Sohn haben wollen. Das ist ihm in einer Ehe nicht gelungen. Und da hat er mich als Ersatzsohn genommen. Hans Söhnke selbst hat sich nie über sein Verhältnis zu Hardy Krüger öffentlich geäußert. Der Historiker und Dokumentarfilmer Wilfried Meichtri, der in London forscht, hat im Rahmen einer Dokumentation mit Krüger zusammengearbeitet. Ich für mich hatte das Gefühl, dass er sich fast ein bisschen versteift auf diese Söhnker-Babelsberg-Geschichte. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wahr oder unwahr das ist. Könnte mir aber auch vorstellen, dass sich dahinter wirklich dramatische Erlebnisse auch verbergen, dramatische Erlebnisse eines Kindersoldaten, wohlverstanden. Über die man eigentlich kaum bis gar nicht sprechen kann. Denn im März 1945, wenige Wochen vor Ende des Krieges, zieht das Regime auch die Jungen des Jahrgangs 1928 ein, also auch den 16-jährigen Eberhard Krüger. Ich war Anti-Nazi geworden durch Söhnke und wollte nicht an die Front. Krüger führt eine kleine Gruppe in der neu aufgestellten SS-Division Nibelungen, die fast nur aus 16-Jährigen besteht. Es geht nach Neuenburg am Oberrhein. Der aussichtslose Auftrag, den Durchbruch der Alliierten an der Westfront verhindern. Doch die Siegermächte drängen immer weiter vor. In den letzten Kriegstagen Ende April 1945 steht der Feind für den jungen Krüger auch auf der eigenen Seite. Er habe sich vor einem deutschen Standgericht verantworten müssen, so Krüger, weil er mit seiner Einheit einen Schießbefehl nicht ausgeführt habe. Deswegen konnte ein amerikanischer Spähtrupp SS-Soldaten überfallen und töten. Dann haben sie natürlich den Schuldigen gleich gefunden. Das waren Sie? Das war ich. Mhm. Und dann wurde ich vor einen Kriegsrichter gebracht. Und der hat Sie zum Tode verurteilt? Ja. Ich kann darüber nicht reden. Ja, und dann ist ein hoher SS-Offizier vorbeigekommen und der hat sich dieser Exekution widersetzt, hat den Befehl aufgehoben. Der Junge, der nach eigener Auskunft, wir waren nicht dabei, aber nach eigener Auskunft sich geweigert hat, auf Amerikaner zu schießen, dafür zum Tode verurteilt wurde und eigentlich nur deswegen nicht mit dem Tod bezahlen musste, weil er so hübsch war. Tendenziell am Ende war es ein kryptoschwuler Offizier, der gesagt hat, diesen hübschen Jungen, den werden wir jetzt nicht kurz vor Kriegsende töten. Doch der SS-Offizier schickt Krüger danach als Meldegänger zu hochriskanten Einsätzen mitten durch die Frontlinien. Der hat zwar mich gerettet, ich war ihm ewig dankbar dafür, aber er wollte wohl, das ist meine Vermutung, er wollte wohl dem lieben Gott das überlassen, ob ich weiterlebe oder nicht. Krüger setzt sich ab und versteckt sich in den Bayerischen Alpen bis zum Kriegsende. Nach 3 Tagen amerikanischer Kriegsgefangenschaft landet der 17-Jährige ausgezehrt und hungrig irgendwann im hessischen Wrexen bei seiner Großmutter. Seine Mutter Auguste holt er später von Berlin in das Dorf. Krüger findet Arbeit beim Dorftischler.
Seinen Vater sieht er nie wieder. Max Krüger, einst glühender Hitler-Anhänger, stirbt in einem sowjetischen Gefangenenlager. Er hat nie erfahren, wo in Russland der Vater gestorben ist. Das hat man ihm nie gesagt. Das hat er auch einmal beschrieben. Ich werde es diesen Schurken, diesem Regime niemals verzeihen, dass mein Vater gestorben ist. Ich habe ihn sehr geliebt. Und das war sicher ein Antrieb, auch zum Schreiben, auch dann zum Schauspiel, auch zum Abenteurertum. Diese Kriegstraumata prägen Hardy Krüger ein Leben lang, sorgen für Unruhe und eine ständige Flucht nach vorne. Es sind Narben auf der Seele geblieben. Es ist ein unglaublicher, fast übertriebener Drang nach Gerechtigkeit in mir entstanden seit dieser Zeit. Deutschland 1945, ein Land in Trümmern. Die Städte verwüstet, die Menschen verstört. Überlebenskampf. Lange hält es den rastlosen Krüger nicht im Dorf seiner Großeltern. Auf einem Kohlenzug bricht er auf ins zerstörte Hamburg. Er will ans Theater, ergattert einen Job als Statist und bekommt ein winziges, aber eiskaltes Zimmer zugeteilt. Ich bin in meinem Bett im Mantel aufgewacht und war der glücklichste Junge dieser Welt. Ich war gerade 17 geworden und es wurde nicht mehr auf mich geschossen. Es gab keinen Fliegeralarm mehr und es gab vor allen Dingen keine Nazis mehr. Es gab keinen mehr, der mir Befehle erteilte. Es gab vorübergehend auch keine Zukunft. Beim britisch kontrollierten Nordwestdeutschen Rundfunk arbeitet er als Sprecher. Eberhard August Franz Ewald legt sich einen neuen Vornamen zu. Er heißt jetzt Hardy. Mit kleinen Sprechrollen spielt er sich allmählich im Theater hoch. In Hamburg, Hannover und München. Krüger bekommt an den Münchner Kammerspielen eine Hauptrolle im Stück Wolken sind überall. Auf den Spielplänen von Theatern und Kinos damals überwiegend leichte Unterhaltungskost. Es war eine Zeit der Verdrängung, wie politisch Dinge verdrängt wurden, wie zum Beispiel noch, wie man wusste, welche Nazis noch in hohen Stellungen waren, als Richter und so weiter, in der Politik und so weiter, nicht? Das alles wurde überdeckt, nicht wahr, in diesen 50er Jahren. Entsprechend seicht sind Hardy Krügers erste Filme nach dem Krieg. Diese Nacht vergesse ich nie. Muss man sich gleich scheiden lassen? Oder Die Christel von der Post? Doch genau mit diesen Filmen begeistert der junge Hardy das Publikum. Er wird zum Sunnyboy des deutschen Films. Die Produzenten reißen sich um den gut aussehenden Blonden mit dem charmanten Lachen. Die Journalistin Gudrun Gloth hat Hardy Krüger viele Jahre beobachtet. Als Chefredakteurin der Illustrierten Filmrevue. Sie erinnert sich an einen äußerst ungeduldigen jungen Hardy. Immer mit dem Kopf durch die Wand, ganz klar. Die Birne ist hart genug, die hält viel aus. Und solange er jung war, hat er ständig neue Abenteuer gesucht. Und er hat alles in vollen Zügen genossen. In München-Geisel-Gasteig wurden die Schauspieler Hannerl Matz und Hardy Krüger geehrt. Hannerl und Hardy sind laut Abstimmung der Theaterbesitzer die publikumswirksamsten deutschen Nachwuchsdarsteller. Hardy Krüger spielt mit Schauspielerinnen wie Marianne Koch, Hildegard Knef und Maria Schell. Doch hinter der Fassade des erfolgsverwöhnten Jungschauspielers brodelt es. Hardy Krüger ist unzufrieden mit seiner Dauerrolle als fröhlicher Junge und Lausbub, die ihm aber Erfolg und Wohlstand einbringt. Und da haben sie mich dann eingesetzt in solchen Filmen. Einer, der stand schon morgens auf und lachte und tanzte und pfiff. Und das hatte Erfolg bei allen Leuten, nur nicht bei mir. Und ich wollte das gerne verändern. Aber ausgerechnet die etwas anspruchsvolleren Filme wie Der letzte Sommer mit Lieselotte Pulver floppen an den Kinokassen. Mit den ausbleibenden Filmerfolgen gilt Krüger plötzlich als Kassengift für die Kinos. Es wurde damals gesagt, der Hardy hat kein Sexappeal. Und seine Unterlippe ist zu dick und seine Nase zu spitz und ich weiß nicht was.
Und wenn gesagt wird, kein Sexappeal, dann wissen Sie, Sie sind tot als Schauspieler. Sie können also noch Charakterschauspieler werden, aber dafür war ich zu jung. Morgen. Ach, Thorn, guten Morgen. Weil auch das Geld zur Neige geht, lässt sich Krüger doch wieder auf eine Rolle in einem seichten Film ein. Aus Krügers Sicht den schlechtesten seiner ganzen Karriere. Hey, die ist ja sogar hübsch. Aha. Riri, so heißt sie. Hat sie sonst noch was erzählt? Ach, allerhand. Nur verstanden habe ich nichts. Liane, das Mädchen aus dem Urwald, mit Marion Michael wird zum Kassenknüller in Deutschland. Mit dem Ergebnis, dass ausländische Produzenten auf den 28-jährigen Krüger aufmerksam werden. Da, nein, sie versteht uns jedenfalls. Ende der 50er Jahre dann Krügers ersehnter Neuanfang im Ausland. Er zieht nach London. Die britische Filmwissenschaftlerin Dr. Melanie Williams weiß, Krüger profitiert von einer neuen Strategie der britischen Filmproduzenten. Einer der Filmmärkte, den Großbritannien im Auge hatte, war der deutsche Markt. Es war also sinnvoll, deutsche Stars nach Großbritannien zu holen, um Filme zu drehen, die dann in Deutschland sehr gut laufen würden. Einer der ersten Stars, den man nach England holte, war Hardy Krüger. Hardy Krüger ergattert gleich eine Hauptrolle, die des tollkühnen deutschen Jagdfliegers Franz von Werra, dem gleich dreimal die Flucht aus britischer Kriegsgefangenschaft gelingt, nachdem er über England abgeschossen worden war. Diese wahre Geschichte verfilmt Regisseur Roy Baker unter dem Titel Einer kam durch, im Original The One That Got Away. Die Rolle des abgeschossenen deutschen Jagdfliegers Franz von Werra ist eine typische Hardy-Krüger-Figur. Ein unbeugsamer Held geht seinen Weg, unabhängig von Politik und Obrigkeiten. Die Rolle Hardy-Krügers, die einerseits wieder tatsächlich geradezu das Klischeebild des Deutschen ist, wie all das, was so deutsch an ihm ist, sein Aussehen und so weiter, voll ausgespielt wird und wie aber andererseits inszeniert wird in einem englischen Film als der lässigste Hund von allen. Das kann man nicht ins Drehbuch reinschreiben, das muss man schon drauf haben als Mann. Das ist auch keine Frage nur der Schauspielkunst, das ist schon eine Frage von Präsenz, der Möglichkeit, etwas verkörpern zu können. Franz von Werras Lauf in die Freiheit bedeutet für Hardy Krüger den Aufbruch in das internationale Kino. Forscher sehen sogar Parallelen zwischen den Lebensläufen der beiden Männer. Von Werra, klar, der wollte aus der Gefangenschaft fliehen, zurück nach Deutschland. Und Hardy Krüger, der wollte weg aus Deutschland, im Krieg, sagt er selber. Später in den 50er Jahren wollte er eigentlich auch von diesem seichten deutschen Film fliehen und eine internationale Karriere machen, was er dann ja auch geschafft hat. The One That Got Away wird 1957 ein Sensationserfolg in den englischen und deutschen Kinos. Hardy Krüger, der ungeduldige junge Mann, ist endlich da angekommen, wovon er immer geträumt hatte. Auch die zunächst skeptische britische Presse ist ihm wohlgesonnen. Krüger bleibt das ganze Jahr in London, dreht dort zwei weitere Filme, darunter die Kriminalgeschichte Blind Date, die tödliche Falle, von Regisseur Joseph Losey. Ist das eine Schulter in Ihren Augen? Eine Schulter lebt, ist Fleisch und Blut. Hier, unter der Haut liegen Muskeln, Nerven, wenn man sie aufreißt, blutet es. Sie küsst, zittert sie. Arbeiten Sie weiter, versuchen Sie es nochmal. Mit seinen Filmen in London erobert Hardy Krüger die Herzen der weiblichen Fans im Sturm. So wie wenige Jahre zuvor in Westdeutschland. In vielerlei Hinsicht repräsentiert Krüger das archetypische arische Ideal des Deutschen. Blonde Haare, blaue Augen. Man verbindet ihn zu der Zeit aber auch mit der neuen Art von Männlichkeit, die aus Amerika kommt.
So wie sie Schauspieler wie Marlon Brando und James Dean verkörpern. Denn Hardy Krüger ist so ganz anders als die britischen Schauspieler zu der damaligen Zeit. Paris ist nach London 1960 Hardy Krügers zweite Auslandsstation. Claude Martin, ein Freund von Krüger und früherer französischer Botschafter in Deutschland, weiß, wie der blonde Hardy auch in Frankreich zum Publikumsliebling wurde. Die Tatsache, dass Hardy Krüger sehr gut spielte, dass er gut aussah, hat dazu geführt, dass er in die Riege der Stars aufrückte, die die Franzosen bewunderten. Mit den französischen Stars Charles Aznavour und Lino Ventura spielt Hardy Krüger bereits in seinem ersten französischen Film, der Kriegsgroteske Taxi nach Tobruk. Er ist wieder in Uniform, diesmal als deutscher Hauptmann Ludwig von Stegel, den ein französischer Stoßtrupp während des Zweiten Weltkriegs in der libyschen Wüste gefangen nimmt. Es ist die Geschichte der eigentlich verfeindeten Soldaten, die sich bei Hunger und Gluthitze als Menschen kennenlernen und schließlich zu Freunden werden. Der Film spielte eine sehr große Rolle in Frankreich bei einer neuen Wahrnehmung Deutschlands. Es war ein Zeichen der Freundschaft, kann man sagen. Und so gesehen war Hardy sicherlich ein Botschafter seines Landes. Ein gut aussehender und guter Botschafter Deutschlands in Frankreich. Seine Rollen als guter Deutscher übertragen sich auf Hardy Krügers Person. Bei der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich mitzuhelfen, ist ein Lebensthema für ihn. Krügers Erfolg beim Publikum in England und Frankreich ist umso erstaunlicher, als er zu Beginn weder Englisch noch Französisch spricht. Mit Hilfe von Sprachlehrern und gekürzter Dialogtexte meistert er die ersten Filme. Krügers zweiter Film in Frankreich ist Cybèle, Les Dimanches à Ville d'Avray, auf Deutsch Sonntage mit Cybèle. Die Geschichte einer unschuldigen, puren Liebe zwischen einer 12-jährigen Internatsschülerin und einem kriegstraumatisierten US-Piloten, der sein Gedächtnis verloren hat. Voilà, nous sommes chez nous. On est entré dans le cercle. Genau an diesem Teich im Dorf Ville d'Avray hat Regisseur Serge Bourguignon die ungewöhnliche Liebesgeschichte vor fast 60 Jahren inszeniert. Es gibt einen Satz, der den Film zusammenfasst. Wir dürfen das Schöne nicht beschmutzen. Es ist zerbrechlich. Man muss es erhalten. Das ist für mich der Film. Und das macht wahrscheinlich den Film aus, der, ich sag das ohne falsche Bescheidenheit, mehr als ein halbes Jahrhundert später nicht alt geworden ist. Denn er berührt ein tiefes, wahres Gefühl. Im Film findet der traumatisierte junge Soldat erst dann zu seinem Glück, als er wieder Kind sein darf und mit der 12-jährigen Cybèle am See spielen kann. Bourguignons Film hat Hardy Krüger immer als seinen Lieblingsfilm bezeichnet. In dieser Rolle findet sich auch das Thema Vergessen und Verdrängen von traumatischen Kriegserlebnissen wieder. Wollte Hardy Krüger selbst auch vergessen? Es gab bei ihm zweifelsohne den Wunsch zu vergessen. Ob es den Willen gab, ich weiß es nicht. Es ist ein Unterschied. Aber nein, ich kann es nicht sagen. Wir haben darüber nicht so viel gesprochen. Der Film bekommt 1963 die höchste Auszeichnung der Filmwelt. The winner is France for Sundays in Seville. Well, I must say I'm very proud, especially on behalf of my crew, my actress, Hardy Krüger, Nicole Cosell, little Patricia Gozzi. Die Rue Jean Baffier in Bourges. Deutsche Militärlastwagen rollen in die französische Stadt. Dreharbeiten zum Film Der Franziskaner von Bourges.
Hardy Krüger, wieder in Uniform, spielt einen guten Deutschen, den Franziskanerpater Alfred Stahnke, der heimlich Gestapo-Opfern hilft. Da bin du angerufen. Alfred sagt immer die Wahrheit. Die Wahrheit? Die Wahrheit! Ich werde schon die Wahrheit aus dir rauskriegen. Gefreiter Stahnke, Sie haben während der Ausführung eines Dienstbefehls eine Privatsache erledigt. Man könnte fast meinen, Sie hätten mich nur geschickt, damit ich den Mann laufen lasse und Sie mich anschließend fertig machen können. Das haben Sie wohl gewollt, ne? Ja, geben Sie es zu. Gefreiter Stahnke, wer stellt hier Fragen? Sie oder ich? Sie auch nicht! Ich bin deutscher Soldat, Gefreiter! Ich habe das Recht! Du hast das Recht, jetzt abzuhauen! Verdammt, sofort raus! Die wahre Geschichte des Franziskanerpaters liegt Hardy Krüger besonders am Herzen. Der ist in Deutschland nie gelaufen. Das tut manchmal weh, aber ich kann nur sagen, das deutsche Publikum hat versagt. Das hat auch etwas damit zu tun, dass meine großen Erfolge, internationalen Erfolge, in Deutschland nur dann Erfolge waren, wenn sie so in der Nähe von Hauruck gelegen haben. Es ist der Film Hatari, der das rastlose Leben Hardy Krügers wieder einmal in eine neue Richtung treibt. Hollywood-Regisseur Howard Hawks dreht den Abenteuerfilm im Winter 1961 in Tansania, dem damaligen Tanganyika. Seine Hauptdarsteller sind John Wayne, Hardy Krüger und Elsa Martinelli. Die Dreharbeiten in Ostafrika sind ein Riesenspaß für alle Beteiligten. Sie rasen in Jeeps hinter wilden Tieren her. Es geht um Abenteurer, die Giraffen und Nashörner für Zoos einfangen. Hardy Krüger verliebt sich sofort in das Momella-Gebiet am Rande des Arusha-Nationalparks, gegenüber dem Kilimanjaro. Das ist die Momella Game Lodge. Game ist das englische Wort für wilde Tiere und Lodge hat so eine ähnliche Bedeutung wie Gasthaus. Ich kam damals hierher und habe mich so in dieses Land verliebt, dass ich unbedingt einen Platz haben wollte, zu dem ich immer wieder zurückkommen kann. Noch während der Dreharbeiten habe ich dieses Gebiet gekauft. Krüger betreibt das Bush-Hotel Momella Lodge gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und damaligen Kumpel, dem Briten Jim Mallory. Die beiden bauen 8 weiße Rundhütten mit Dächern aus Bananenblättern rund um das Hatari-Farmhaus. Später kommen eine Hühner- und Schweinefarm samt Schlachterei dazu. Mit dem Bau des Kilimanjaro-Flughafens kommen deutsche Touristen in Scharen. Auch um die berühmte Bar zu sehen, in der Hardy Krüger einst John Wayne unter den Tisch getrunken haben soll. Ich habe dann eben diese kleine Farm, dieses kleine Bush-Hotel aufgebaut. Und es wuchs immer größer und es wuchs mir über den Kopf, weil das bin ich nun überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Kaufmann. Ich will damit auch nichts zu tun haben. Und dann kamen die Schwierigkeiten. 1973 dann die wirtschaftliche Pleite des Hotels. Unstimmigkeiten über die Eigentumsverhältnisse, Enteignung. Krüger zieht enttäuscht weiter. Doch das Land hat Hardy Krüger verändert. Afrika war für mich zum Lehrmeister geworden. Ich hatte ein ganz anderes Leben kennengelernt. Ich war ruhig geworden in Afrika. Vorher war ich also, ach, was machen wir jetzt für einen Film und was wird der nächste und was tolle Leben und so. Und auf einmal wurde ich ganz ruhig und konnte besser schreiben, als ich vorher geschrieben habe. Seine Erlebnisse schildert er in seinem ersten Buch, Eine Farm in Afrika. Hardy Krügers Ziel ist es immer gewesen, nach Hollywood zu kommen. Filme zu drehen, die nicht nur in Deutschland, England oder Frankreich zu sehen sind. ,1965, 5 Jahre nach Hatari, holt ihn der amerikanische Regisseur Robert Aldrich nach Hollywood. Für den Abenteuerfilm Der Flug des Phönix. Die Geschichte von Opfern eines Flugzeugabsturzes in der Sahara, die nur überleben können, wenn sie aus dem Wrack eine neue Maschine bauen. Hardy Krüger spielt den geradlinigen, arroganten und technologiegläubigen deutschen Konstrukteur Heinrich Dorfmann, der den Bau der Fluchtmaschine plant. Er und der erfahrene Pilot Frank Townes, gespielt von James Stewart, kämpfen in der Gruppe um die Führungsrolle. Mr. Townes, wer hat hier die Autorität?
haben Sie. Also gut, ich. Ich habe also die Autorität und habe beschlossen, das Flugzeug fertigzustellen. Und zwar so, dass es fliegt. Wir gehen jetzt wieder an die Arbeit. Der Clou der Geschichte, der deutsche Flugzeugingenieur hat früher lediglich Modellflugzeuge entworfen. Krügers Rollen als Deutsche sind ansonsten überwiegend Piloten oder Offiziere. Dazu zählen Richard Attenboroughs Die Brücke von Arnheim, das jugoslawische Kriegsdrama Die Schlacht an der Neretva, Stanley Kubricks Historienfilm Barry Lyndon, der Actionreißer Die Wildgänse kommen neben Richard Burton, Roger Moore und Richard Harris oder die italienisch-russische Produktion Das rote Zelt mit Claudia Cardinale, Sean Connery und Mario Adorf. Und dann war das damals dann nicht immer ein positives Schicksal, als Deutsche, blonde Deutsche im amerikanischen Film für Offiziere und solche Sachen gebraucht zu werden. Ich kam in Amerika als Deutscher gar nicht in Frage. Ich durfte Mexikaner spielen, nicht? Eine von Krügers wenigen Fernseharbeiten ist die US-Serie War and Remembrance, Feuer, Sturm und Asche, die 1986 in Wien gedreht wird. H.D. Krüger spielt Generalfeldmarschall Rommel, den Wüstenfuchs, der in dieser Szene Adolf Hitler widerspricht. Mein Führer, end the war. Make peace. We cannot go on fighting the whole world. Attack! Always attack! I will fight for every street, for every house. Nothing shall be left! Das Problem für mich ist immer gewesen, nicht zu meinem eigenen Klischee zu werden. Das heißt, man hat natürlich versucht, mich in die Rolle des deutschen Offiziers hinein und nur in diese hinein zu pressen. Krüger betont immer wieder, er habe solche Rollen nur dann angenommen, wenn er nicht den bösen Klischee-Nazi spielen müsse. Mitte der 1980er Jahre beendet er seine Kinokarriere. In 10 von insgesamt 64 Spielfilmen hat er den deutschen Offizier gegeben. Für ihre Berliner Agentur Nobelpress haben Gudrun Gloth und ihr Lebensgefährte, der Fotograf F.G. Schulze, über die Jahre viele Fotos und Artikel über H.D. Krüger produziert. Sie kennen und schätzen ihn. Er hat nie den Star herausgekehrt, obwohl er natürlich nicht einfach im Umgang war. Man musste sich schon überlegen, ob man sein Interesse erregt. Ansonsten war er sehr wortkarg und auch schnell weg. H.D. Krüger gilt in der Film- und Fernsehbranche als schwierig, unnahbar, mitunter sogar als jähzornig. Ich habe ihn im Laufe der Jahre den Jähzorn unter Kontrolle gekriegt. Aber der ist noch da, wenn Sie ein Element, ein Charakterelement in sich tragen. Das verliert sich nie ganz. Er hat immer jemand vor den Kopf gestoßen, mal einen Journalisten, mal einen Produzenten, den er auch freundlicher hätte ansprechen können, es aber nicht getan hat. Krüger sucht auch die Einsamkeit, zieht sich immer wieder zurück. Er wirkt unnahbar, lässt nur wenige Menschen in sein Inneres blicken. Einen gibt es. Zu seinen wenigen engen Freunden zählt Serge Bourguignon, der in seiner kleinen Pariser Dachwohnung in alten Fotos kramt. Das war in Berlin. Wir sehen wirklich aus wie zwei Spaßvögel. Wir haben so viel zusammen gelacht. Die Freundschaft hält nun seit über 58 Jahren. Hardy, pour moi, c'était mon frère. Für mich war Hardy, für mich ist Hardy ein Bruder. Wir haben uns zwar einige Zeit nicht gesehen, aber das gegenseitige Gefühl hat sich überhaupt nicht geändert. Mit Beginn unserer Zusammenarbeit war dieses Freundschaftsgefühl da. Und es gibt nicht nur die Welt des Films. Das echte Leben ist ja so viel reicher, so viel komplexer. Übrigens richten Sie Hardy aus. Du Mistkerl, könntest mich öfter anrufen. Son of a bitch, you could call me more often.
Hardy Krügers Privatleben ist nicht weniger turbulent als sein Berufsleben. Als in den 50er Jahren Fotos von Krüger mit einer jungen Frau auftauchen, zeigen sie nicht eine neue Liebe, sondern Krügers erstes Kind, Christiane, geboren am 8. September 1945. Die Mutter, Schauspielerin Renate Denso, genannt Reni, hatte Krüger als 16-Jähriger während eines Fronturlaubs in Breslau kennen und lieben gelernt. Sie ist damals 26. Erst als sich die beiden 1945 in Hamburg wiedersehen, erfährt Krüger, dass er mitten im Krieg Vater geworden ist. 1950 heiraten Reni und Hardy, 1953 Einzug ins neue Haus in Hamburg-Lemsaal. 6 Jahre später zieht es Hardy Krüger samt Familie in die Schweiz. Im Dorf Gandria, direkt am Luganer See, bauen sie sich ein Haus. ...1964 trennen sich Hardy Krüger und Renate Denso. Die 19-jährige Francesca Marazzi aus Lugano, genannt Coca, die beste Freundin seiner Tochter, verliebt sich in Hardy. Die beiden werden ein Paar. 1965 die Hochzeit. Die Kinder Hardy Junior und Malaika kommen auf die Welt. Es ist ein rastloses Leben mit vielen Reisen und Presseterminen. In zweiter Ehe mit Francesca, verheiratet einer italienischen Malerin, seinem Botticelli-Engel, wie er sie nennt, hütet er fast ängstlich seinen Familienfrieden. Seine beiden Jüngsten sollen nicht durch Starrummel ihre Natürlichkeit verlieren. Doch der Beruf stand für Krüger immer an erster Stelle. Ähnlich wie bei seinem Kollegen und Freund Mario Adorf. Für den Schauspieler gibt es die Notwendigkeit einer Wahl, nicht? Wenn er diesen Beruf hundertprozentig ausüben will, dann muss er einen Teil, einen großen Teil seines Privatlebens opfern. Bei mir auch. Ich habe ganz klar mein Privatleben vernachlässigt, wenn man so will, nicht? Die Ehe mit Francesca Marazzi hält 13 Jahre, die letzten Jahre offenbar mit schweren Krisen. Hardy Krüger ist ruhelos, macht Schlagzeilen mit einer Alkoholfahrt in München. Im Jahr 1977 dann die Scheidung von Francesca. Hardy Krüger räumt später ein, dass seine Rastlosigkeit für eine Frau schwierig sein kann. So stellen sich dann Ermüdungserscheinungen bei der Person innerhalb dieser Ehe ein, die nicht über die gleiche Vitalität und nicht die gleiche Neugierde, nicht den gleichen Dampf und nicht die gleiche Rastlosigkeit besitzt. Und dann führt es eben dazu, dass der eine seinen Weg alleine weitergehen muss. Ungeduld also auch in Hardy Krügers Privatleben. Wer sich seinem hohen Tempo nicht anpasst, bleibt zurück. 1978 heiratet Hardy Krüger ein 25 Jahre jüngeres amerikanisches Fotomodell, Anita Park. Es ist wieder ein neuer Aufbruch für Krüger. Er zieht weg von Europa, geht mit Anita nach Kalifornien, wo er ein großes Waldgebiet samt Blockhaus in den San Bernardino Mountains kauft. Doch mit Krügers Weggang in die USA bleibt der Kontakt zu seinen Kindern auf der Strecke. Von Enttäuschung und Bruch mit dem Vater ist zu lesen. Dabei gehen die drei Kinder erfolgreich ihren eigenen Weg. Zwei von ihnen, Christiane und Hardy Junior, sind ebenfalls Schauspieler geworden. Der Berliner Kulturjournalist Arne Wielander kennt nicht nur Hardy Krügers Arbeiten als Schauspieler, sondern auch die als Buchautor. Rund 20 Romane, Erzählungen und Erlebnisberichte hat Hardy Krüger in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht. Krüger selbst hat sein Schreiben immer als seine wahre Leidenschaft bezeichnet, jedenfalls seine erste Leidenschaft. Möglicherweise immer bedeutender sogar als das Schauspiel. Nach dem Erfolg seines Erstlingswerks »Eine Farm in Afrika« schreibt Krüger fast ununterbrochen. Seine Bücher drehen sich meist um ihn selbst oder einen ihm ähnlichen Typ Mann. Abenteurer, Schauspieler, Piloten. Zu Krügers wichtigsten Büchern zählt die autobiografische Erzählung »Wanderjahre«. Als Krüger 1983 mit seinem Roman »Junge Unrast« versucht, der Blechtrommel von Günter Grass nachzueifern, hat er nach Ansicht der Kritiker sein Talent als Autor überstrapaziert. Es war für Hardy Krüger enttäuschend, dass er in den Feuilletons nicht vorkam, dass er als Schriftsteller
nicht ernst genommen wurde, dass ihm keine Meriten zugestanden wurden, sondern er war der Schauspieler, der international berühmte Schauspieler, der jetzt auch einen Roman geschrieben hat. Und das war für ihn, der immerhin schon seit 13 Jahren Bücher veröffentlicht hatte, eine schwere Kränkung. Und möglicherweise hat er sich nicht so recht davon erholt, denn einen so großen Wurf hat er nicht mehr versucht. Seinen zweiten Jugendtraum, das Fliegen, erfüllt sich Hardy Krüger nach dem Krieg. Er macht den Pilotenschein für einmotorige Maschinen. Für die Fernsehreihe Hardys Bordbuch fliegt er ab 1962 mit seinem Kumpel Dieter Seelmann in einer eigenen Cessna zu Schauplätzen, von denen die Deutschen zu der Zeit nur träumen können. Griechenland, Ägypten, Madagaskar. Der neugierige und abenteuerlustige Krüger stillt so seine Sehnsucht, Menschen anderer Kulturen und Religionen kennenzulernen. Und bekommt auch noch Geld dafür. Jahre später lebt die TV-Reihe unter dem Titel Weltenbummler wieder auf. Insgesamt 35 Filme dreht Krüger von 1987 bis 1995. Geschichten über Land und Leute auf allen Kontinenten. Krüger ist Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. Meistens rollst du deinen Schlafsack unter Sternen aus. Und den Staub, der auf dir und deinem Auto sitzt, den wirst du viele Tage lang nicht los, weil die nächste Dusche lässt meist lange auf sich warten. Und in die Flüsse gehst du, weil da ohne Frage Krokodile sind, eigentlich nicht gerne rein. Mit seinen Reisereportagen schreibt Krüger Fernsehgeschichte in Deutschland. Er verwandelt seine Zuschauer auf dem Sofa in begeisterte Weltenbummler. Später, nach all den Jahren, in denen er Weltenbummler gedreht hatte für die ARD, wollte er wieder filmen und hatte sich das anders vorgestellt, als es dann war. Also er dachte, Weltenbummler hätte ihn noch populärer gemacht, aber das war natürlich eine Reihe, die in Deutschland gezeigt wurde. Und er hat keine Angebote aus Hollywood bekommen. Er hat meines Erachtens einen Riesenfehler gemacht. Ich habe ihm aber gesagt, Menschenskinder, das war doch die Sache nicht wert, eigentlich einen großen Hollywood-Film zu drehen. Oder lieber im Flugzeug über Afrika rumzukreisen, wen interessiert's? Na, hat er auch gesagt, ja, das war vielleicht kurzsichtig, aber es war es ihm wert. Und vor allem hat er durch das auch seine Frau kennengelernt. Krügers dritte Frau Anita folgt dem schnellen Rhythmus von Krügers Leben, ist bei den Reisen immer mit dabei. Sie macht die Fotos für die Weltenbummler-Buchreihe, mit der die beiden die Fernsehreihe weiter vermarkten. Wir besuchten Hardy Krüger bei den Dreharbeiten zu seinem neuesten Film in Südfrankreich. Auch meine französischen Freunde und Mitarbeiter bei diesem Film nehmen regen Anteil an den Geschehnissen in Deutschland in diesen Tagen kurz vor der Wahl. Ich kann Ihnen versichern, dass unser Ansehen bei unseren Nachbarn enorm gestiegen ist, seit wir Willy Brandt als Bundeskanzler haben. Krüger engagiert sich politisch für die SPD und Willy Brandt. Mit Kanzler Helmut Schmidt verbindet Krüger eine langjährige Freundschaft. Gemeinsam diskutieren sie leidenschaftlich über Politik. Ich habe sehr bald gelernt, dass ich als Deutscher eine Aufgabe zu erfüllen habe. Es darf nie wieder passieren, dass junge Menschen in Deutschland so leiden müssen unter ihrer Erziehung, wie ich es habe in der Nazizeit erleben müssen. In den letzten Jahren beteiligt sich Krüger an Initiativen gegen rechts, erzählt vor Schulklassen von seinen dramatischen Jugenderlebnissen. Das Trauma des Krieges ist ihm stets geblieben. Das ist sein Lebensthema. Und das ist wahrscheinlich das, sowohl sein Trauma als auch sein wichtigstes Anliegen. Und die Flucht in die Welt, nach Afrika, nach Frankreich, nach England, war eine Folge dieser Traumatisierung. Ein Mann auf der Flucht, nicht nur in seinen Filmrollen. Ihn treibt die Sehnsucht an, nach Freiheit, Abenteuer und Liebe. Der rastlose Berliner Hardy Krüger zeigt der Welt nach dem Krieg einen anderen Deutschen.
Nachdenklich, freundlich, lässig. Ein guter Deutscher, selbst in seinen Nazi-Rollen. Das war sozusagen die Qualität des Schauspielers Hardy Krüger. Und es war so sehr eine Qualität, dass man ihm eigentlich alle Orden geben müsste, die verfügbar sind für die Art und Weise, wie er in seinen internationalen Filmen das Bild eines Deutschen, eines Musterdeutschen mit blonden Haaren, blauen Augen geprägt hat. Auszeichnungen hat Hardy Krüger viele bekommen. Den Orden der französischen Ehrenlegion, Filmpreise wie die Goldene Kamera und das Bundesverdienstkreuz. Es gibt niemanden, der so viel Zeit überblickt, der immer wieder in Interviews, in Fernsehserien, in Filmen erzählt hat von dieser Zeit und der bei aller Schnurrenerzählerei wahrscheinlich auch der zuverlässigste Zeuge ist, den wir haben und der die am bewegendsten von der Zeit erzählt hat. Es ist ein Ausnahmemensch, Hardy Krüger, absolut. Und er war auch ein Ausnahmeschauspieler. Und nun geht's halt zu Ende. Anflug auf den internationalen Flughafen von Palm Springs in Kalifornien. Nach Jahren der Abenteuer rund um den Erdball, nach über 60 Kinofilmen und 20 Büchern, ist diese Stadt in der Wüste die vorerst letzte Station des rastlosen Weltenbummlers Hardy Krüger. Mit seiner Frau Anita lebt er inzwischen hier in einer ruhigen Villensiedlung, die Berge in Sichtweite. Und der Flughafen gerade mal 500 Meter entfernt. Wohin wird ihn sein nächster Flug wohl bringen? Und bis zum nächsten Mal verabschiedet sich von Ihnen Ihr Hardy Krüger. Don Giovanni, die Welturaufführung in Prag, ein Opernevent. Rolando Villazón lässt es Sie nacherleben. Gleich auf Arte. Dienstag in Thema. Juni 1940. Deutschlands Wirtschaft ist schwach. Doch Hitler führt Feldzüge in ganz Europa. Wie finanzierte er sie? Welchen Preis mussten die Menschen dafür zahlen? 20 bis 30 Millionen Menschen drohten zu verhungern. Forscher liefern neue Erkenntnisse über die Nazis, die Arbeit und das Geld. Dienstag um 20:15 Uhr auf Arte.